Am folgenden Tag treibt uns unser Reiseplan an. Bei Point Lobos gelangen wir auf eine der abwechslungsreichsten Küstenstraßen und nehmen die spektakulären Eindrücke der Küste mit auf unseren Weg. Denn es ist der Highway Number One, die faszinierendste Panoramastraße der USA. Fährt man, wie wir, Richtung Süden, dann geben unzählige Haltebuchten schöne Gelegenheiten, diese grandiosen Blicke abzulichten. Die einmalig reizvolle Strecke zwischen Carmel und Santa Barbara wird euch überwältigen. Dieser Küstenabschnitt mit seinen dramatischen Naturlandschaften ist als Big Sur bekannt und gehört ohne Zweifel zu den schönsten Erdfleckchen Kaliforniens. 37 Meilen südlich von Carmel kann man durch eine Röhre gehen, um den kleinen McVeigh-Wasserfall ins Meer stürzen zu sehen. Die Landschaft erhebt sich unmittelbar neben dem Meer gewaltig und wird immer unzugänglicher und von der Brandung beschützt, weshalb wir einige Brücken überqueren. Wir passieren dabei auch eine längere Baustelle und sind froh, hier überhaupt fahren zu können. Denn die alte Straße wurde letztes Jahr von einem gewaltigen Erdrutsch in die Tiefe gerissen. Und der Highway Number One war an dieser Stelle für 14 Monate komplett gesperrt. Die Vegetation an den Hängen besteht meist aus undurchdringbaren, Matscha-ähnlichen Gestrüpp. Und die Post für die verstreuten Häuser der Gegend wird nur bis an eine Sammelstelle an der Straße ausgeliefert.